Wir suchen den besten Heavy Tier 10 Tank in World of Tanks Blitz. Mal sehen, was es sein wird. Schauen wir uns einfach mal ein paar Statistiken an. Wenn wir dann in Blitzstars die 10er Heavys miteinander vergleichen, sehen wir, dass bei der Überlebensrate, bei der Gewinnrate der STRVK an erster Stelle steht. Allerdings, wenn man sich das hier anguckt, ist, dass er weniger Schaden macht, als er Schaden bekommt. Und wenn man sich das alles so anguckt, sieht das nicht so wahnsinnig dolle eigentlich aus. Aber er hat dann halt doch einige Vorzüge. Wie gesagt, bei der Siegesrate ist er ganz vorne, aber die alleine sagt noch nicht unbedingt was aus. Deswegen schauen wir mal weiter. Der Damage Rate ist er immer noch in den Top 10, weil der Kill Damage Rate wieder erster, Damage per Battle auf Platz 4, mit also ungefähr 2000, knapp drüber, Damage pro Battle, Kills per Battle, da interessanterweise wieder erster, Hits per Battle ebenfalls, der trifft am öftesten, er spottet, auch nicht so schlecht, da ist er auf Rang 4. Seine Trefferquote ist, da suchen wir mal. Na, damit ist er nicht so gut dabei. Und beim Überleben müssen wir ihn auch suchen. Wie viele Gefechte werden überlebt? Knapp 34% sind nicht so wahnsinnig gut, aber schauen wir uns den Tanzer noch mal etwas genauer an. Hier bei Blitzstars.com können wir auch die Panzer miteinander vergleichen. Da vergleichen wir doch einfach mal die in der Liste die Top 4 waren, das heißt Heavys, Tier 10. Da hatten wir den STRVK. Dann hatten wir das Objekt 777, wo ist es? Wir hatten den das Typ 71 und den Konzept. Wo ist er? Da ist er. Na, so, wenn wir die jetzt miteinander vergleichen, dann ist das relativ einfach. Wir müssen eigentlich nur auf die Farben gucken. Rot ist schlechter, grün ist besser. Wir können schon mal sehen, dass die DPM von dem STRVK recht hoch ist. Alpha nicht so gut gegenüber den anderen. Und das Kaliber ist auch nicht so doll. Die Mündungsgeschwindigkeit ist aber recht hoch. Bei der Waffenhandhabung ist der eindeutig besser als die anderen drei Heavys, die hier aufgeführt sind. Beweglichkeit ist auch höher. Was natürlich wirklich schlecht ist, ist, ich suche das hier gerade, die Panzerung. Die Panzerung beim STRVK ist mehr ein Medium als ein Heavy. Und das ist auch seine größte Schwachstelle. Aber schauen wir uns doch einfach mal ein paar Gefechte mit ihm an. Wenn jemand ein Video über einen Tank macht, sollte man sich auch immer als Zuschauer überlegen, wie kompetent ist denn derjenige, der da was erzählt. Hat er überhaupt Ahnung oder hat er gerade mal zwei Gefechte mit dem Panzer gespielt? Deswegen einfach mal hier einen Blick in meine Statistiken. Ich habe diesen Panzer auf meinem nordamerikanischen Account und dann schauen wir mal rein. So, ich habe hier in der Zwischenzeit 75 Schlachten gemacht. Knapp 59% ist die Winrate. Den meisten Schaden, den ich gemacht habe, war über 4300. 5 Stück mal in einem gekillt. Und in diesen 75 Schlachten habe ich hier folgende Auszeichnung erhalten. Ich denke, dass ich doch was über diesen Panzer sagen kann. Ja, und womit fangen wir an? Fangen wir mal an mit Stärken und Schwächen in einem kurzen Gefecht. Insgesamt habe ich hier 6 Gefechte. Das erste ist recht kurz und zeigt eine Stärke vom Panzer, die wir hier sehen.
Er ist schneller als der Chieftain und er ist schneller als der Type 71 und schwer zu erkennen. Plan war hier, eine Base zu nehmen und dann mal gucken, was so los ist. Und was ich im Spiel nicht bemerkt habe, ist, dass der Type 71 hier in eine andere Richtung einschlägt. Mein Fehler, sowas sollte man bemerken. Hier kommt der Chieftain. Wir nehmen die Base, B in diesem Fall. Und meine weitere Gedanken war ganz einfach, der Schieften geht vor, der hat mehr Panzerung, der erkennt den Gegner und ich arbeite dann wie mit einem Medium mehr als Assistenztank. Er hat da schon eine kräftige Schelle gekriegt. Dafür kann ich hier auch mal kurz eine auszahlen. Und jetzt irgendwie lief dieses Spiel jetzt an mir völlig vorbei, weil ich habe hier gar nichts gemerkt, dass hier es nur so wimmelt von Gegnern. Der schief, den praktisch am Ende ist und ich damit alleine. Und diesen Panzer spielt man eigentlich wirklich wie ein Medium. Und ein Medium allein gegen alle macht nun wirklich keinen Sinn. Jetzt ist es zu spät zum Abhauen. Also noch versucht ein bisschen Schaden zu machen. Hier ist der Vickers, der hat keine Panzerung, deswegen schlage ich da auch nicht durch. Das passiert halt. Und jetzt ist ganz einfach relativ schnell Ende im Gelände. Wenn man hier vorne gebrandet wird von allen. Also wie gesagt, mein eigener Fehler, Spiel wurde auch verloren. Da haben wir schief den und ich einfach verkackt. Also, so sollte man das nicht machen. Solche Gefechte passieren auch mit dem Panzer. Aber es gibt natürlich auch völlig andere. Ja, 604, das ist natürlich keine Leistung. Kommen wir doch mal zum nächsten Gefecht. Ja, in diesem Gefecht haben wir eine Situation, wie wir sie eigentlich alle immer haben wollen. Der Batchat geht nämlich spotten. Also, das, wo man immer sagt, ja, die Likes, die sollen spotten, das macht er. Was das Team dann weniger macht, ist das Spotten auszunutzen. Ich gehe hier auch alleine, was eigentlich, wie gesagt, mit dem Panzer nicht so richtig gut ist. Aber auf dieser Seite sollte das halbwegs funktionieren, außer man wird überrannt von allen. Der Plan war A zu nehmen, dann mal gucken, was los ist. Jetzt sehe ich aber direkt, dass hier alles Mögliche los ist und denke, da kannst du mal einen Schuss wagen. Spotte damit dann den AMX, der hier quer durchrast. Und da hier auf meiner linken Seite hinten normalerweise irgendein TD oder ein Heavy noch steht, der die Seite abdeckt, sollte das kein Problem sein. Nur da steht keiner. Die Grille, die beschlossen hat, mit hier auf die Base zu gehen, ist in der Zwischenzeit leider verstorben. Jetzt ist der AMX hier ganz alleine und kann von mir ein paar Schüsse kassieren. Achtet mal auf die Minimap. Das gegnerische Team ist sehr konzentriert da drüben. Unser Team ist auch irgendwo konzentriert, aber irgendwie an der falschen Stelle. Der Batchat rast durch die gegnerische Phalanx und spottet alle. Beschwert sich dann im Laufe des Spiels auch darüber, dass da nicht viel passiert. Ich denke mal mit Recht. Ganz ins Offene will ich nicht, weil drei Schüsse bin ich hinüber. Deswegen versuche ich hier den Fokker, den wir da gesehen haben, den ein bisschen auszubremsen. Und schafft das auch, ein paar gute Schüsse in ihn hineinzubringen. Aber irgendwie funktioniert das hier alles nicht so richtig. Ja, der Batchat beschwert sich absolut mit Recht. Der Fokker und auch der AMX hätten längst weg sein müssen. Der AMX fährt da fröhlich durch die Gegend. Und der Fokker, ja gut, jetzt schießt auch mal jemand anders rein. Ein für den AMX. Aber jetzt liegen auch schon zwei Panzer hinten. Ganz schwierig. Wir sind verteilt. Da kommen die Gegner. Ich bin gespottet. Also versuche ich hier ganz einfach mal den Heavy abzufangen. Weiß allerdings, dass der wahrscheinlich nicht alleine kommen wird. Und finde jetzt hier natürlich auch, wen sonst, den Kinderwerfer. Jetzt hat sich noch ein Premium-Ammo geladen. Was bei dem Panzer hier kein Problem ist, weil der so viel Credits macht. Da macht man keine Miesen mit. Bin dann allerdings für den Kinderwerfer, der einfach zu penetrieren ist, auf Normalmunition gegangen. Krieg einen von ihm, wird gleichzeitig von dem Heavy auch noch bearbeitet. Eine ganz blöde Situation. Ich versuche jetzt den Heavy auszufahren, allerdings kommt der AMX auch noch. Ich bin One-Shot, der AMX ist One-Shot. Also kreise ich hier ein bisschen, da ist der AMX. Es ist, wie gesagt, relativ schwierig. Es ist jetzt ein 4 gegen 2.
Und ich denke, wenn hier noch irgendwas zu machen ist, muss der AMX weg. Also versuche auf den AMX zu gehen. Hätte geklappt, wenn nicht. Jemand anders mich erledigt hätte. Hier ist unser T57 Heavy, der heftige Kritik erfahren hat von dem Bad Chat. Jo, hab nicht gesehen, was da los ist. Berechtigt oder unberechtigt. Was man hier sieht allerdings ist, dass das ein doch recht ordentliches Ergebnis ist. 3.500 mit diesem Panzer ist nicht schlecht. Ja, der Bad Chat, nicht schlecht. Guter Spieler. Aber halt ein bisschen viel am Schimpfen. Der Heavy eigentlich auch nicht schlecht, aber irgendwie, das hier war nicht so die richtige Runde. Es gibt bessere und die kommen jetzt. Und ich könnte mal sagen, erheblich bessere Runden. Ja, hier die Runde einfach sich mal angucken. Wie gesagt, ich spiele den STAVK eigentlich wie ein Medium. Also sich raushalten aus Infights. Da bin ich sowieso nicht gut drin und mit diesem Panzer dann zweimal nicht. Also sich raushalten und aus der Entfernung versuchen, da irgendwas zu machen. Ich renne in der Regel nicht unbedingt als Letzter durch die Gegend. Und auch hier versuche ich mal mitzufahren. Mein Nachbar hier links, der wird sehr aufdringlich. Und deswegen lasse ich den jetzt mal vor. Da, wenn wir uns gegenseitig rammen, dann kommen wir auch nicht vorwärts. Also fahr mal los, Junge. Quer durch die Wüste geht es hier. Und allgemein, wie gesagt, ich spiele ihn als Medium, weil er hat eigentlich keine Panzerung. Man kann auch bei Blitzstars kommen, ihn mal spaßeshalber vergleichen mit recht guten Medium-Panzern, wie was ich den, was ist das Kampfpanzer 50 zum Beispiel. Da wird man sehen, dass diese Panzer eine bessere Panzerung haben als der hier. Deswegen ist der mit Vorsicht zu genießen. Jetzt bin ich hier gespottet und denke, da im Busch ist einer, ist aber Wanderbusch, krieg einen. Und da ich noch Premium-Ammo geladen hatte, sonst hätte ich auch mit normaler geschossen. Aber ich bin nicht immer so unheimlich schnell im Umstellen der Munition. Ja, also wie gesagt, man sollte sich möglichst raushalten, das ist die richtige Entfernung zum Gegner mit diesem Panzer. Aus der Entfernung gehen. Was natürlich hier auch mir öfters passiert, was allerdings nicht so tragisch ist, dass ich am Anfang vom Spiel schon ordentlich ein paar verwackelt kriege. Das hindert aber nicht daran, doch eine gute Runde abzuliefern. Jetzt bin ich hier im Offenen. Schieß da auf die Kette. Nicht mit Absicht. Treffe einfach nur die Kette. Krieg ordentlich einen von hinten versemmelt. Schieß den Positionswechsel. Krieg noch einen versemmelt. Und die Hälfte der Punkte sind weg. Aber wie gesagt, das ist nicht in der Regel nicht so das Problem, wenn man danach eine ordentliche Position hat. Man kann hier quer durchgehen. Und sich die ganze Sache dann mal angucken aus der Entfernung. Und dann drückt man uns auch mal einen Gegner. Man soll das nicht unterschätzen mit diesem Panzer. Das ist kein Panzer, mit dem man oft 5.000 oder 6.000 oder gar 7.000 Schadensspiele hat. Die gibt es mal, die sind aber sehr selten. Das ist ein Panzer, der eigentlich so als mit einer der besten Tier 10 Heavies gilt, weil er kontinuierlich recht gute Spiele abliefert. Und ein gutes Spiel ist immer, wenn man mehr Schaden gemacht hat, als wie man selber Lebenspunkte hat. Möglichst ein bis zwei Panzer aus dem Spiel genommen hat. Und irgendwie doch entscheidend dazu beigetragen hat, dass man zum Erfolg kommt. Und deswegen kriegt man mit diesem Panzer auch bei relativ wenig Schaden gute Auszeichnungen. Da habe ich den Button einfach verpasst zu drücken. Ab und zu bei dicken Fingern passiert das mal. Aber die Durchschlagskraft also die Kanone ist gut. Das hat man am Anfang schon im Papier gesehen. Einzelzeit. Trifft gut und wenn man die richtige Munition verwendet, dann penetriert er auch gut. Man wird es hier am Ende sehen, auch wenn ich hier teilweise recht viel Premium-Munition nehme, ist das für die Credits überhaupt kein Problem und man sollte mal die Munition nehmen, die am besten funktioniert. Jetzt ist die Frage, warum nimmt man bei einem Bad Chat Premium?
weil man auch ab und zu bei solchen Dingern bounced und hier ich einfach sicher will, sein will, dass ich ihn treffe. Zweimal funktioniert das. Auch recht gut. Jetzt will ich ihn rausnehmen mit dem dritten und natürlich funktioniert das nicht. Nichtsdestotrotz sehen wir schon, haben wir diese Partie hier gewonnen. 3000 Schaden bedeutet eine Ace mit auch nur einem Kill. Man sieht, obwohl man viel Premium Ammo genommen hat, hat man ordentlich was an Credits gemacht und ganz gut abgeschnitten. Und ja, gut, da kann man auch mal sagen, von ich glaube 15 Schüssen 5 getroffen und keinen penetriert. Der hat einen richtig schlechten Tag gehabt. Naja, selbe Mappe. Diesmal Start von der anderen Seite und das Spielchen ist eigentlich ähnlich. Dieser Badget-Spieler hat gelernt, ich glaube nicht, dass derselbe ist wie in dem zweiten Gefecht, aber dieser Badget-Spieler hat gelernt, dass Spotten völlig unsinnig ist für das Team. Deswegen fährt er auch als Dritter erst los. Also wir haben hier eine seltsame Konstellation von der Reihenfolge. Der TD geht als erstes, der Heavy als zweites und der Light als drittes. Normalerweise meint man, das wäre wohl doch andersrum, aber egal. Aber jetzt funktioniert, ist das ganz gut. Wir sind also hier auf der Seite und die meisten sind Gegner, befinden sich auf der anderen Seite, wie man auf der Minimap sieht, bei A und B. Und jetzt würde ich ganz einfach versuchen, hier von der Seite ein paar Schüsse reinzukriegen. Wie gesagt, immer auf die Entfernung. Premium auch mal dabei. Da kriegt der Jagdpanzer schon ordentlich was mit und verabschiedet sich. Hier kommt das Objekt. Das ist nicht so irre leicht zu penetrieren. Aber wer nicht schießt, der kann auch nicht treffen. Und wer nicht trifft, der kann nicht penetrieren. Das ist die Reihenfolge. Das heißt aber nicht, jeder, der Schuss trifft und jeder, der trifft, penetriert. Aber man sammelt hier so ganz langsam seinen Schaden. Die Kanone lädt relativ schnell nach. Ja, man trifft nicht jeden Schuss. Ein bisschen weiter vorgehen. Sich das angucken. Die Gegner sind auf der anderen Seite und so gut wie möglich seinen Obolus leisten. Jetzt ist hier eine Situation, dass der Leopard zwar ordentlich einen mitkriegt vom Kinderwerfer, aber der Kinderwerfer jetzt vom Leopard leicht ausgetanzt werden kann. Und den Kinderwerfer, den sollte man nicht unbedingt verlieren. Also gehe ich hier rein auf den Leo. Was keine Kunst ist, da der Leo schon relativ fertig ist. Ramme ihn, damit er nicht noch einen Schuss bringen kann. Und der Patton nimmt den Leo raus. Dafür kassiere ich noch einen. Aber der Kinderwerfer bleibt im Spiel. Wie man am Ende des Spiels sehen wird, war diese Entscheidung vom Patton und von mir genau die richtige Entscheidung. Es steht 3:3. Jeder hat also noch 4 Panzer. Da ist ein Objekt alleine. Da fahre ich jetzt erstmal hin. Es gibt Zeiten, wo man auf Entfernung spielt und es gibt Zeiten, wo man halt näher rangehen muss. Ja, der Infarkt mit diesem Panzer, den mag ich eigentlich gar nicht, aber hier sind wir halt zu zweit und ich denke mir, dass das ganz gut funktionieren wird. Jetzt tauchen da oben die Gegner auf und da kann ich mich nicht drum kümmern, ich werde ein paar kassieren. Aber dieses Objekt muss hier verschwinden. Also wird da ordentlich reingenagelt. Die Maus ist hinüber. Ich tanze ein wenig mit dem Objekt rum, werde in der Zwischenzeit von anderen behämmert. Ja, da kriege ich noch einen von hinten und noch einen und das Objekt muss aber weg. Das funktioniert jetzt auch ganz gut. Nun, das funktioniert nicht gut. Der Kranwagen nimmt mich raus, aber wir haben jetzt ein 2 gegen 1. Ich lasse das jetzt ein bisschen schneller laufen. Der Patton gibt dem Kranwagen noch einen, kriegt aber auch einen, versucht ihn auszutanzen, bounced. Stirbt. Und hier ist der Kinderwerfer, den wir anfangs gerettet haben und macht das Spiel klar. Und dadurch hat man die nächste Ace Mastery wieder nur ein zerstört, nicht mehr ganz 3000 Schaden. Aber ich finde das Spiel doch positiv mit beeinflusst hier. Der Kinderwerfer, der wusste schon, was er tut. Und somit kommen wir dann zum nächsten Spiel.
andere Map, sehr hügelig hier. Das kommt diesem Panzer eigentlich entgegen, da er ja eine recht gute Gun Depression hat. So, erstmal gucken, wohin geht das Team. Es macht Sinn, mit dem Team zu gehen, nicht auf A und da vielleicht in zwei, drei andere reinzurennen, sondern mit dem Team hier zu gehen. Der Kampfpanzer 70 will dann doch alleine hochgehen, was mich so irritiert, dass ich erstmal gegen den Felsen fahre. Dann dreht er allerdings doch um. Wir entschließen uns alle Mann auf C zu gehen. Jetzt bemerke ich, dass B genommen wird und denke mal, vielleicht kann ich denjenigen sehen und dem einen verpassen. Allerdings, ja, wie ich feststellen muss, sein Tarnwert ist zu hoch und meine Sichtweite zu gering. Also sehe ich nichts. Weiß allerdings, dass auf dieser Seite was steht, was also ein wenig zur Vorsicht gemahnt. Deswegen gehe ich nicht rechts um den Felsen. Auf A steht auch noch. Das heißt, hier die Seite müsste schwächer besetzt sein. Also hier lang gehen. Ja, vielen Dank, Kampfpanzer. Den Schuss habe ich selber versemmelt. Also hier hingehen. Die Turmpanzerung geht einigermaßen vom SDAVK. Die Kanone funktioniert recht gut, recht genau. Besonders wenn er sich zur Seite dreht. Also dem VK hier ein paar mitgeben und noch einen reinsetzen. Jetzt muss ich nicht, allerdings würde ich jetzt gerne vorgehen, aber ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil die SU da noch steht und da möchte ich dann keine grobe Schelle von kriegen. Deswegen hier ein kurzer Stopp. Gucken, was mit der SU ist. Die verschwindet, also kurz um die Ecke rum. Da steht ein Jo. Ich gebe einen, ich kriege einen. Ein fairer Handel. Immer noch ein bisschen auf die SU achten, die dann nicht getroffen wird, allerdings jetzt dann wegplatzt. Hier sind zwei, also kann man den VK rausnehmen. Der wäre ein One-Shot. Der Jo deckt den noch etwas ab. Also den noch ein bisschen ärgern. Grille hilft ordentlich dabei. Hier haben wir also ein relativ gutes Team. Jetzt ist der Jo weg und damit kann auf den VK gegangen werden. Ja, trifft man nicht immer die richtige Stelle. Den Jo schnell ein in die Kuppel gesetzt. Nochmal auf den VK gehen, damit er raus ist. Das war eine gute Stelle. Leider noch nicht ganz rausgenommen. Aber da ist der VK weg. Wir sind mit den Basispunkten doch ein bisschen hinten dran, deswegen muss man sich hier etwas beeilen. Dem Jo noch eine mitgeben. Damit ist der Jo weg aus der ganzen Geschichte. Was hier jetzt noch rumsteht, ist ein Kinderwerfer, der schon zielt. Dieser Panzer, wie gesagt, ist zu fahren wie ein Medium, also schnell genug für Ausweichmanöver ist, ehrlich. Deswegen kriegt man hier einen richtig ordentlichen, ist damit fast weg. Eine richtig ordentliche Schelle vom Kinderwerfer. Aber da der auch eine gewisse Nachladezeit hat, hier hochrennen. Und zur Überraschung ist der disappeared, also verschwunden. Scheint den Turbo reingelegt zu haben. Hier ein in den Kinderwerfer rein. Und jetzt etwas, was natürlich passiert am Ende des Spiels. Wargaming möchte, dass das Spiel zu Ende ist. Deswegen bounced der auch nur. Kriegt noch einen versemmelt. Der Gesamtschaden hier beträgt nur 2872, was und ein Kill, was aber trotzdem reicht mit dem Panzer für eine Ace Mastery. Man muss ganz einfach sagen, dass die meisten Spieler anscheinend ihn doch wie ein Heavy spielen und anscheinend damit, obwohl er im Schnitt 2000 Schaden machen soll, aber irgendwie das wohl doch nicht gebacken kriegen, denn eine Ace Mastery bedeutet, was weiß ich, 95% besser als der Rest 99, ich weiß es nicht. Und wenn man hier sich die Gefechte anguckt, die sind alle von einem Tag, alle sechs. Also die grandiose Niederlage, das gute Spiel mit der Niederlage und hier die folgenden Ace Masteries und die schon gesehenen, insgesamt vier Stück. Und ich weiß nicht, ob das beste Ergebnis vom Schaden hier an diesem Tag waren 4000. Wo man sagen würde, ah, das so irre ist das nicht. Aber halt dann doch wohl die entscheidenden Punkte gemacht.
Dann ist die Börse wieder ein bisschen anders zu spielen. Ich wäre eigentlich gerne auf C gegangen, habe aber gesehen, dass das ganze Team Richtung A geht. Ich hatte jetzt ein bisschen die Befürchtung, dass auf C einer der Gegner geht und dann von der Seite auch kommt. Aber auch die haben beschlossen, dass A die richtige Gegend ist. Jetzt stehen die alle hier und jetzt kann man wunderschön hier von dieser Treppe ein bisschen hochfahren. Ein bisschen gucken, was die so machen. Ein bisschen rüberschießen. Und wie das so ist, mit mühsam nähert sich das Eichhörnchen, genauso ist das mit diesem Panzer. Das ist jetzt 1,5 Minuten das Spiel alt und noch nicht mal 400 Schaden. Das ist keine wahnsinnig blöde Leistung. Aber man nervt den Gegner, man trifft ihn. Da kommt dieser rausgefahren, kriegt auch noch einen mit. Also man ist eigentlich permanent in Action. Da die Nachladezeit auch kurz ist, hat man nicht viel Zeit, hier zu warten, sondern die ganze Zeit passiert irgendwas. Dieser WZ, der stört hier, der muss weg. Und das geht auch dann relativ fix. So, und was etwas, was dieser Panzer nicht gut kann, da er nicht bouncen kann, so um die Ecke rum. Das einmal funktioniert das. In der Regel sollte man jetzt abhauen, das ganz bald mal probieren. Ja, aber auch ich das Risiko liebe, also nochmal um die Ecke und so sieht das dann aus. Nochmal fast 1000 Punkte verloren, trotzdem nochmal um die Ecke, um hier den Gegner doch ordentlich ein paar zu versemmeln. Dann irgendwann kommt die Erkenntnis, ein drittes Mal ist keine gute Idee, ja, lieber zurück zur Treppe und von da aus gucken, was man machen kann. Das lohnt sich auch, wenn man dann hinterher sieht, ach, guck mal, den können wir rausnehmen. Weg ist er. Jetzt steht es 3 zu 1, also 4 zu 1, also 3 gegnerische Panzer gegen 6 von uns. Und die sind auch noch alle runter mit den Punkten, das heißt nur vorwärts fahren. Jetzt ist nur noch einer übrig, es ist der T95. Der T95 hat noch nichts irgendwie auf der Uhr stehen, das heißt in der Regel, der ist AFK. Und jetzt nutze ich mal meine Geschwindigkeit. Wenn er AFK ist, steht er wahrscheinlich da, wo er von Anfang an steht. Und dann kann man hier kostenlos Schaden machen. Das, was der hier macht, ist allerdings nicht fein. Er ist stehen geblieben, hat von Anfang an aufgegeben. Das heißt, da ist nicht der Computer irgendwie abgestürzt oder sonstige Sachen, sondern hat einfach aufgegeben. Hier hinten jetzt noch ein paar noch mit HE drauf. Dann machen wir noch ein bisschen mehr. Ich muss auch sagen, ich habe diesen Spieler als inaktiv reportet, weil so sein Team hängen lassen, der hätte wirklich dem Team helfen können und hat die dermaßen versemmelt. Hier haben wir jetzt 4337 gemacht, was gut ist, und 2, das ist dann natürlich auch nicht jedes Mal 3, fast 200.000. Naja, und das ist dieser Panzer. Und das war's. Tschüssi.